Sushi essen in Tokio mit Sumo Hiroki. Den Sumo-Ring haben wir uns ja angeguckt in meiner Reaction. Der brutale Ochse. Und die eskalieren jetzt komplett beim Sushi-Essen. Schimpansenfresser 21 abonniert, dankeschön. Und das gucken wir uns jetzt an. Ich bin auch gespannt, wie in Tokio Sushi aussieht. Ich weiß nur, dass es aus Japan kommt. Aber wie das dort schmeckt und ausschaut, mega geil bestimmt. Vor allem für mich gerade, ich bin auf Diät, umso interessanter. Let's go mit dem neuesten Leonidas-Vlog, Freunde. Das schmeckt bestimmt unfassbar brutalst. Ich weiß nicht, was mich jetzt reingelassen hat. Mit so Sumo-Ringern, die verfluchen die bestimmt in dem Laden. Die Inhaber. Was für Türme, Digga. De Verse. Danke dir fürs Prime-Abo. Das sind so viele neue Sorten an Sushi, die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben zuvor. Mit Mais. Was ist das? Uni, wer die Höhe? Bleibstampe. Ja. Ich bin schon mental beim Karaoke. Was ist das jetzt? Irgendwie ein Rückzugsort im Restaurant? Achso, Karaoke. Hallo. Oh Gott. Das muss so Bock machen, aber dafür bräuchte ich vorher eine Flasche Wodka, damit ich mitmache. Ich werde es niemals vergessen, Freunde. Ich, der Esel nennt sich zuletzt, 8 Kumpels und ich mit 16 im Bus vom Wuppertaler Hauptbahnhof straight nach Lloret de Mar, Spanien mit Mango Tours. Erster Urlaub ohne Eltern. 8 Tage waren wir dort, 8 Tage war ich jeden Tag Todeskoma besoffen und am ersten Abend war ich mit einem Kumpel in einer Karaoke, das war in der Disco, die haben in der Disco eine Karaoke-Veranstaltung gemacht, wir waren völlig, völlig besoffen. Ich schwör's euch, wir sind auf die Bühne, da hattest du erstmal so einen Ordner und da konntest du die Lieder auswählen. Wir haben Hathaway genommen, What is Love, What is Love, und sind dann wirklich besoffen auf diese Bühne gegangen vor, lass mich nicht lügen, 500, 600 Leuten, es war kein kleiner Club, und haben einfach diesen Song performt, Digga. Das werde ich niemals vergessen. Das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Ich schwör's euch. Vujek Manu, dziękuję fürs Abo. Really? Kannst du noch mal fragen, ob einigermaßen Hunger hat, weil wir jetzt auf Essen gehen? Ano, onaka suite masu ka? Sushi. Oh, perfect. Sushi. Hiroki, we have a German gift for you. German sweets. Wow, of course. Toffifee und Würmer. Ich habe noch nie das gemacht. Really? Yeah. You have Thank to open you. It's yours. Der macht die doch einmal auf und kippt sich die alle in den Rachen. Crazy. Wow, delicious. Good. Delicious. Very good. Do you know this? Die Hazelnuss in Caramel mit Kulantin. Nougat? Nougat Cream. Und. Junge, erste Mal, dass Leonidas irgendwie klein und schmal aussieht neben jemandem, ne? Schokolade. Schokolade. Yes, great. Danke, ne? ドイツ行った時に食べた、スプリンがあるんだけど、めちゃくちゃ甘くて、これ。Yes, yes. Grießpudding, beste von Dr. Oetker. Oder hier Bourbon-Pudding ist das. これめちゃくちゃ甘い。Wie viel isst du am Tag, um das Gewicht zu halten? 日にちにどんくらい食べるんですか？体重計をなくさないために。Als ob, ich glaube nicht, dass der den jetzt eine Kalorienanzahl nennt. Ich de taberu ryou de yu to, ma tadeba sushi o taberu to shitara, ichiban saikou de tabeta no wa 230 gramm.
meinte, dass er generell viel isst und am meisten. Was anderes habe ich nie erwartet. Hat er gegessen, wie ich weiß nicht, 230 Sushis an einem Tag. 230 Sushis an einem Tag. ja. Curry Rice. Curry Rice, 5 Kilo. Also er isst ungefähr 5 Kilo Curry Rice. Okay. 5 Kilo Reis? 5 Kilo Curry Reis, Digga. Tatakai. Mal eben wegtragen. Hallo, wie bei dir in der ersten Runde. Alter, ich schwör's, ich dachte, ich konnte nichts machen. Es war so hilflos. Wurde das letzte Mal hochgehoben. Und nee, nicht. Den einfach weggetragen. Sondern ich habe mich so hilflos gefühlt, ne? Ich habe so mit meinem Bein noch ein bisschen gestrampelt. War ein ganz komisches Gefühl. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wir gehen jetzt gleich Sushi essen. Mal gucken, ob die uns reinlassen, weil wenn die Hiroki sehen und wir jetzt gleich da ankommen, kann ich mir gut vorstellen, dass die uns dann doch nicht reinlassen. Ich habe mir extra noch die Jacke jetzt übergeworfen, weil das hier mit Tattoos auch mal so ein schwieriges Ding ist. Das in Japan mit Tattoos ist nicht einfach. Ja, wahrscheinlich dann gibt es oftmals Probleme oder darf es halt einfach nicht rein ins Gym. Die doppelte Garantie, dass wir nicht reinkommen, aber wir hoffen einfach mal. Die sind da streng, was das angeht. Daumen sind gedrückt. Stimmt's? Ja, Mann, ja, gut. Bam, genau. Strong. Wow, strong. Gut. And you? Amore. Strong. Super. Super strong. Das ist der erste Shuttle, der jetzt entfällt. Wir haben zwei. Hm? Einer muss auf jeden Fall da mitfahren. Okay. Also bei Hiroki passt du nicht rein, falls du da jetzt rein wolltest. Stimmt, in Japan haben die auch Rechtslenker, total vergessen. Und Japan steht auch auf meiner Bucketlist. Verdammte Scheiße, Alter, wieder Rechtslenker. Ich glaube nicht, ne? Genau, die Mafia dort heißt Yakuza und die haben wegen den Tattoos, Yakuza-Tattoos, ist es oftmals verboten oder bringt Probleme mit sich, wenn man in irgendwelche Gyms oder öffentlichen Orte geht und die Tattoos nicht verdeckt sind. So, Seki wa dou desu ka? Kurushii desu ka? Ja, super relaxed. Enjoy. Regel. Später, ne? Auto einfach tiefer gelegt jetzt. Wo genki de? Genki de, Senpai. Senpai, baba. Senpai. Wilder Wagen auf jeden Fall. Weg ist er. Alter RX 7, Legendenwagen. Und ich spüre es echt, also so am meisten spüre ich es in den Unterarmen. Alle anderen Muskeln, Beine und so tipptopp. Das ist krass, als ich dem Hiroki, als ich dem gegenüber stand im Ring, der geht ja runter in die Kniebeuge. Also der hat, sein Arsch ist ja fast auf dem Boden. Der hat so eine unglaubliche Hüftbeweglichkeit. Also das weißt du ja, weil du siehst ja bei so, ja, die gehen so runter. Aber das so vor dir zu sehen, das ist echt beeindruckend. Auch am Anfang, als sie da diesen Grätsch-Spagat-Ding gemacht haben. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe schon in meiner Reaction angesprochen, aber hier sehen wir es nochmal. Diese blauen, lilanen Waden, Schienbeine, Füße, das sieht nicht gerade gut aus. Wovon das ist, ich weiß es nicht, Freunde. Ich kenne mich damit nicht aus. Nicht nur das ging ja noch. Aber dass der diesen Forward Fold gemacht hat und praktisch mit dem Oberkörper komplett auf dem Boden. Dennis ist fassungslos, sprachlos ist er. Runterkam. Das ist beeindruckend. Im Sumo gibst du keine Kicks. Aufgrund des Gewichts, da habe ich mir auch schon gedacht. Wassereinlagerung, Durchblutungsstörung wegen Diabetes und Übergewicht, okay?
So, my friends, my big friends. Yeah. Are you hungry? Hungry, yeah. Very hungry. Ich bin mal gespannt, was bestellt. So. 42 Kilo, Lebensqualität gleich null. Wie? Guck mal, Junge, der frisst doch hier jetzt richtig schön Kurwa Sushi. Und ich? Ich mach eine beschissene Diät und fuck mich ab, dass ich kein Sushi fresse. You are the captain now. The captain of food. Na gar, das geht aber noch. Mai? Er hat gefragt, ob du irgendwelche Vorlieben hast. Oh, anything. Nandemo. Nandemo, okay. Also ich würde alles essen. Ja, das, was es bei uns auch gibt. Aber was ich jetzt, ich habe vorgestern einen Film geguckt. Ich weiß nicht, welcher Film das war, auf Netflix irgendwas. Und da ist irgendwie eine Frau ins Restaurant, die war auch in Japan, ins Restaurant gegangen, da hat die Sushi bekommen mit einer Garnele, die hat sich noch bewegt. Also sowas würde ich auch nicht essen, wenn sich das der Fisch oder noch irgendwas noch am Leben ist und sich bewegt. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links für meine Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video. Nein, danke, Mann. Ja, Armor Snake. Also da bin ich auf jeden Fall raus. Hey, come on, come on. Go. Ich weiß nicht, was mich jetzt da eingelassen hat. Octopus. Itadakimasu. Tarakimasu. Ist das eigentlich das, was wir bestellt haben, oder ist das jetzt ein Random irgendwas anderes? Also, was sind die Sachen, die Hiroki bestellt hat? Soy Sauce. So schnell ist das. Krass, das kommt einfach direkt. Soy Sauce. I love sushi. I love sushi. Best ever. Es kommt so schnell, ich komme gar nicht hinterher, ne? Das wäre voll was für mich, da zu sitzen. Ich bin auch voll der Schnellesser. Das wäre voll mein Ding. Und das kommt einfach die ganze Zeit. Voll nervig, du musst dich ja die ganze Zeit bewegen. Boah, mit Oktopus, Junge, geil. Und, wie schmeckt es? Nur Nigiris, ne? Eigentlich bin ich kein Nigiri-Fan, tatsächlich, muss ich euch ehrlich sagen. Total. Aber wenn es gutes Sushi ist, das beste Sushi, was ich gegessen habe, war dieses Jahr in Amsterdam. Da war ich bei so einem Sushi-Laden, der hatte sogar Michelin-Sterne. Der war echt brutal. Das war das beste Sushi, was ich jemals gegessen habe. Da waren sogar die Nigiris wirklich gut, weil das alles frisch war, gut zubereitet, guter Reis. Da ist geil, aber sonst nehme ich immer so andere Rollen tatsächlich. Nur ich meide immer diese panierten Rollen. Die sind zwar geil, aber da frisst du welche weg und da tut dir direkt der Magen. Die liegen so schwer im Magen. Mache ich nicht. Unglaublich lecker. Was ist Thunfisch? Bist auch selber schuld, Schweinefurz. Wer geht denn noch beim All-You-Can-Eat Chinesen essen? Das ist nicht geil. Das ist alles frittierte Scheiße, Mann. Mit Glutamat, nein. Das habe ich früher gemacht. Mit 18, 19 immer alle zusammen. Jeder ein 20, Chinese, all you can eat. Und dann wirklich saßen wir da den ganzen Tag und haben gefressen. Aber wenn man sich das Essen so anguckt, das ist wirklich Schrott. Das ist die schlechteste Quali. Alles ist frittiert. Und ihr wisst, frittiert schmeckt sogar deine Scheiße schmeckt frittiert gut. Weisheiten bitte nehme ich nicht auseinander für diese Aussage. Das ist Lachs. Was ist das hier? Das weiß ich nicht, wa? Okay, wenn die Kinder es wollten und du denen damit eine Freude bereitet hast, dann kann ich es verstehen. Das ist Oktopus. Ah, okay. Satsi. Oh. Ja. Also frag die doch mal, was die hier so auf der Bank drücken.
Bench Press. どのくらいやりますか?僕、オズモンさんの時200くらい。 Als er noch Sumo war, also Sumo-Wrestler, ungefähr 200. Über 200 hat er gedrückt, krass. Strong. Das ist gut. Das ist echt gut. Er ist die ganze Zeit abwesend. Der ist nur am iPad und bestellt neue Pieces, neue Sushi-Stückchen, Alter. Der macht 120. Gut. 170. Stark. Also. Der sieht am gefährlichsten aus, der Blonde, finde ich. Kannst du mal. Du hast 280 gedrückt, ne? 270. Warum lachen die denn aus? Glauben die denn das nicht? Crazy, das ist so crazy. Wollte schon sagen. Mein bestes war Kniebeuge mit glatten 400. Du krank. Squat sogar 400. Eguite! Der ist aber mega sympathisch, ne? Der Hiroki. Monster, ja. Welche war das nochmal? Das ist süß. Aber mein Kaffee. Ah, okay. So geil. Die Hiroki immer parallel bestellt, damit es weitergeht. Auch immer diese Geräusche. Wo ist Dennis? Warum isst der nicht mit denen? We have also one in Germany. Fischers Fritz fischt frische Fische. Can you say? Fischers Fritz fischt frische Fische. Nein, der bestellt an dem iPad, der spielt nicht. Das ist quasi die Karte. Fischers? Yeah! Almost. Jetzt kommen jetzt andere Teile, krass. Das waren jetzt alles nur Nigiris, die ersten 20 Stück. Das müssten so 10 Teller sein. Pro Teller waren 2 Pieces drauf. Junge. Ich würde gern wissen, wieso Preis-Leistungs-Verhältnis dort ist. War von euch jemand mal in Japan? Ist das teuer da oder nicht? Oder, hm? Hey, du musst auch was werden, komm. Wir müssen hier auf uns alle gemeinsam achten. Alles klar, danke. Zweite Teil gucken wir auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei. Denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib-mir-noch-2-Wochen-E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei Oase gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder Oase. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer 3-mal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.